Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, lieber Kollege Johannes Schraps, das war ein wichtiger Austausch gestern und ich wünsche mir, dass noch mehr Kolleginnen und Kollegen auch in den Austausch treten, weil er noch mal klar gemacht hat, auf was es tatsächlich ankommt am Schluss und dass jeder Tag, den wir meinen, mit Debatten verbringen zu müssen und grundsätzlichen Fragen, können wir dieses oder jenes an Unterstützung leisten, dass jeder Tag tatsächlich Menschenleben kostet. Und das ist nicht nur beeindruckend, sondern tatsächlich auch sehr erschütternd, wenn man sich dann über diese Fragen austauscht und letztendlich dann auch wahrnimmt, was es für furchtbare Konsequenzen hat, wenn wir nicht mit allergrößter Entschlossenheit die Ukraine in ihrem Kampf unterstützen. Danke für den Applaus, speziell aus der SPD-Fraktion. Glaube ich, gibt es tatsächlich noch ein bisschen Nachholbedarf in manchen Teilen, die das noch stärker verinnerlichen müssen. Meine Damen und Herren, 840 Tage voller Elend, Leid und Tod verursacht durch Russland, verursacht durch Kriegsverbrecher Wladimir Putin. Jeden Tag Angriffe auf Wohngebiete, Krankenhäuser und vor allem jetzt die Infrastruktur zur Energie- und Wärmeerzeugung. Putin will die Menschen zermürben. Er will perfide den kompletten Zusammenbruch der ukrainischen Energieversorgung herbeiführen. Diese Angriffe auf zivile Einrichtungen sind massive Kriegsverbrechen, jeden Tag. Und mich wundert ehrlich gesagt, warum nicht die Völkerrechtsexperten, die sonst jetzt bei anderen Konflikten jeden Tag Demonstrationen veranstalten, warum die hier leise sind. Die Menschen in der Ukraine sind müde, das ist nachvollziehbar. Aber sie sind trotzdem fest entschlossen, ihre Heimat, ihre Freiheit und auch unsere Sicherheit weiter zu verteidigen. Ein Berliner Historiker meinte jüngst im Spiegel, dass am Ende, naja, Putin doch bekommt, was er verlangt. Nein, meine Damen und Herren, großer Widerspruch, denn dann würden wir in keine friedliche, in keine gute Zukunft blicken. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Ukrainer kämpfen und bringen große Opfer. Wir müssen endlich auch diese Entschlossenheit aufbringen und am besten jeden Tag klar formulieren, Putin muss verlieren, die Ukraine wird gewinnen. Denn jeder Tag, den wir länger brauchen für Entscheidungen, für Waffen- oder Munitionslieferungen, kostet eben Menschenleben. Wir haben als Unterstützergemeinschaft aber jetzt ein gutes Momentum erzeugt. Mit Waffen, Munitionslieferungen, aber eben auch mit der Wiederaufbaukonferenz. Von dieser Konferenz gehen wirklich Signale der Hoffnung und Zuversicht aus. Und es wird aber auch Zeit, dass wir noch klarere Signale nach Moskau senden. Signale der Stärke, Signale der Entschlossenheit und vor allem das Signal, dass es völlig aussichtslos ist, dass Russland mit dieser brutalen Invasion irgendein Ziel erreicht. Und dazu müssen wir mehr agieren und nicht immer so spät reagieren. Warum kam wieder erst ein Umdenken, nachdem halb Kharkiv in Schutt und Asche lag? Diesen Modus müssen wir endlich verlassen. Trotzdem bin ich froh, dass den Ukrainern jetzt erlaubt wird, sich umfassend und auch ohne territoriale Einschränkungen sich zu verteidigen. Aber mehr agieren, ja, dazu gehört mehr Luftverteidigung, ein wichtiger Schwerpunkt unserer Unterstützung. Aber weiterhin elementar sind Munition, sind Artilleriegeschosse, sind weitere konventionelle Waffensysteme. Das darf nicht aus dem Blick geraten. Wir müssen kraftvoll an einer Steigerung der Produktionskapazitäten arbeiten. Auch das ist das notwendige Signal, das wir nach Moskau senden müssen. Und ja, mehr agieren, dazu gehören auch mehr finanzielle Mittel. Und da werden wir auch russische Staatsvermögen in Europa heranziehen müssen. Das ist meine feste Überzeugung. Agieren statt reagieren heißt auch einen irreversiblen Pfad in die NATO beschreiben. Nur so schließen wir aus, dass uns dieses Elend, diese Katastrophe nicht noch mal erreichen wird. Und agieren statt reagieren heißt eben
genau nicht mehr auf russische Drohungen, auf Atomdrohungen einzugehen, sondern Schritt für Schritt Putin die Aussichtslosigkeit seines Unterfangens vor Augen führen. Entschlossen, konsequent handeln. Diese Woche hat gezeigt, mit welchem breiten Ansatz die Unterstützergemeinschaft unterwegs ist. Trotzdem bleibt die Unterstützung mit Munition und Waffen die Überlebensgarantie, auf der alles andere aufbauen wird. Das bleibt weiter die Realität, der wir uns besonders in Europa weiterstellen müssen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Robert Fahle.